Yo, servus Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Gameplay-Commentary. Ja, Jungs, ich tue jetzt gerade ein paar Gameplays aus dem Kinomodus abfilmen, was ich halt in den letzten Tagen und Wochen so erspielt habe. Und mal schauen, wie lang das Commentary jetzt wird, dann werde ich eben das Gameplay dann passend dazu schneiden und schauen, welches Gameplay eben von der Länge ungefähr passt. Und ja, ich denke mal, entweder wird es eine Double Nuclear sein, ne, oder vielleicht auch eine schnelle Nuklear, falls es kurz wird, oder ich denke mal, es wird ein 100 plus sein. Mal schauen, werdet ihr ja sehen. Naja, wie gesagt, ich versuche das jetzt so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten, wenn schon so wenig Uploads von mir kommen. Deswegen habe ich mir überlegt, heute ein Themen-Commentary zu machen. Und ja, wie gesagt, das mit dem Upload tut mir leid, das Praktikum ist jetzt vorbei. Aber ich kann wirklich nicht keinen festen Upload-Plan versprechen, weil wenn ich keinen Bock irgendwie habe, was aufzunehmen, dann wird es auch nicht. Das ist irgendwie so eine Standard-YouTube-Ausrede, aber sie ist irgendwie wahr, Jungs, ihr müsst es wirklich glauben. Es ist einfach so, wenn man keinen Bock hat, dann wird es nichts. Und naja. Ich sehe gerade im Gameplay, ja, ich nehme 100 plus auf Newtown, wird es sein, gegen relativ, sag mal so, halb Schwitze. Es waren auf jeden Fall zwei, drei Deutsche drin, war auf jeden Fall nice, wie ich sie rasiert habe. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, ein Gameplay-Commentary mit Themen, Hintergrund, so habe ich meinen Versprecher irgendwie noch korrigiert. Naja, scheiß drauf, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, mein Thema ist heute Zocker-Equipment. Ja, tut mir leid, ich kann einfach so Commentary-Themen irgendwie so richtig schwer finden, ich weiß nicht. Ich habe das von irgendeinem YouTuber gesehen und habe mir gedacht, yo, kannst du auch mal machen. Weil ich habe ja eigentlich relativ viel. Also ich zähle jetzt mal die Sachen auf, die mir bekannt sind. Die bekanntesten eben. Das ist einmal ein SCUF-Controller, dann ein Monitor. Und ein gutes Headset. Das sind eben die drei Sachen für mich, die jetzt, das ist nicht das Wichtigste, das will ich jetzt somit nicht sagen, das, die hauptsächlichsten Sachen, die am meisten ausmachen. So, natürlich kann man dann noch irgendwie so FPS-Sticks machen für den SCUF-Controller, man kann, was weiß ich, was kann man noch machen, irgendwie ein besseres HDMI-Kabel nehmen, falls man mit der Elgato auch einen HDMI-Splitter haben, dass man hat, haben, dass man bessere Grafik hat, man kann irgendwie einen besonders teuren Monitor kaufen, dass der, was weiß ich, noch krassere Grafik hat, was kann man machen, oh, der Hurensohn mit Shotgun, hier sehe ich gerade, Alter, oh mein Gott, nein, auf jeden Fall, man kann noch ein krankes, richtig krasses Headset sich gönnen, eben, dass man die Gegner soundhuren kann, was weiß ich, das sind eben so Sachen, aber, ja, ich fange jetzt auf jeden Fall mit dem schwächsten Punkt jetzt mal an. Also ich habe die drei Sachen in auf Platz 1, 2 und 3 eben kategoriert und mit dem Platz 3, was man sich als letztes holen sollte, ist meines Erachtens ein SCUF-Controller. Ich habe selber einen. Man denkt sich zwar, das ist krass, man kann rumscuffen wie so ein Hase, keine Ahnung, wie so ein Bunny. Es ist schon, es macht Spaß, sagt man es so. Vor allem Public, wenn man gegen die übelsten Noobs spielt, es macht Spaß, einfach nur hochzuspringen, es macht Spaß. Aber es bringt ehrlich gesagt nicht viel. Der SCUF-Controller macht einen Controller, wollte ich schon sagen. Ein Spieler 5-10% maximal besser. Ich würde eher 5%. Wenn man mal MLG so spielt, also nicht mehr Public, sondern Liga, weiß ich nicht, kann man ja auch streiten, ob das MLG ist, aber so Scrims oder falls einer nicht weiß, was ein Scrim ist, ist eben Team gegen Team, privates Matchstellung oder SNZ oder sowas. Da ist es dann vielleicht schon eher sinnvoll, aber ich gehe jetzt mal eher von Public aus und deswegen habe ich den SCUF-Controller auf letzter Stelle gemacht. Er bringt ehrlich gesagt nicht sehr viel, er ist teuer und ja, keine Ahnung. Ihr könnt es euch gönnen, falls ihr irgendwie gerade Kohle habt und nicht wisst, wie ihr es ausgeben sollt, könnt ihr es euch gönnen. Zum Fun Fact, es ist geil, aber sehr viel bringt es ehrlich gesagt nicht. So, komme ich zum zweiten Punkt und es ist das Headset. Yo, also wenn ihr Black Ops 2 spielen wollt, da ist der SCUF auch noch am sinnvollsten. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Advanced Warfare wird. Auf jeden Fall, in Black Ops 2 ist ein Headset Public, sag ich mal, auch nicht sehr sinnvoll. Natürlich mit Kollegen zu reden, falls ihr keinen Skype oder so hat. Aber es ist trotzdem immer noch sinnvoller, finde ich, als ein SCUF-Controller, weil
Manchmal wirklich, also manchmal, ich habe ja echt ein sehr gutes Headset. Ich habe das Shakun X-Tatic S7 und ja, 100 € oder so ist wirklich krank, man. Also, sogar in Black Ops 2 hört ihr manchmal Gegner hinter euch. Das ist echt heftig, Mann. Und also hat mir wirklich schon ab und zu den Arsch gerettet, falls mal gewisse Teammates keinen Orbit raushauen. Also, falls du mein Video siehst, fühl dich einfach angesprochen. Naja, kleiner Spaß. Auf jeden Fall ist echt nicht verkehrt, ein Headset zu haben. Sogar in Black Ops 2. Falls ihr Ghost, MW3, MW2 oder so spielt, Jungs, Alter, da ist ein Headset richtig krass. Da würde ich sogar auf Platz 1 setzen. Aber wir gehen jetzt mal von Black Ops 2 aus, weil in Black Ops 1 bringt es jetzt nicht gerade so viel, aber immer noch besser als ein, also immer noch wichtiger als ein SCAF Controller, wie ich finde. Weil, falls mal ein Gegner hinter euch ist, gesagt. Wie gesagt, ihr habt keinen Orbit oder so. Dann hört ihr ihn manchmal, wenn der Gegner irgendwie behindert ist oder wenn er mit Schalldämpfer hinter euch ist, hört man es auch gut und eben schießt. Und ja, ist wirklich sehr sinnvoll, vor allem für MW3 und Ghosts, falls es einer von euch feiert. MW2 auch. Und ja, wie gesagt, jetzt komme ich zum Platz 1 und es ist ja nur noch eins übrig und das ist der Monitor. Vor allem jetzt auf Black Ops 2 gezogen, sei es Public, sei es MLG, sei es Liga. Sei es gegen Bots. Nein, auf jeden Fall, ihr wisst, wie ich meine. SCAF Controller ist, Monitor ist einfach das A und O. Wenn ihr euch wirklich, sag ich mal, um 30% vom Movement und vom Aim verbessern wollt, es ist einfach krass. Ich habe wirklich so einen Fortschritt gemacht. Ich habe davor auf knapp 1,50 m Fernsehdiagonale gezockt. Jungs, ihr habt einfach eine Reaktionszeit von 5 Sekunden, kommt euch so vor. Ich habe jetzt den BenQ Red Monitor, so kennt ihr bestimmt alle. Ist wirklich ein geiles Ding, ist preiswert und ist echt ein heftiges Teil. Könnt ihr euch gönnen, falls ihr echt euch verbessern wollt. Ist wirklich heftig. Ihr habt viel krasseres Aim, viel krasseres Movement. Es ist einfach viel besser, Jungs. Ihr müsst es euch wirklich mal, falls ihr 130, 150 € habt, ich weiß nicht, wie viel er kostet im Moment, gönnt ihn euch wirklich, falls ihr euch denkt, yo, ich habe jetzt echt Bock zu zocken, ich habe jetzt nicht vor, irgendwie die nächsten 2, 3 Monate aufzuhören, dann gönnt euch wirklich so ein Teil, das ist wirklich richtig krass, das ist für mich das Wichtigste. Ich habe jetzt bewusst den Punkt Leitung aus dem Spiel gelassen, weil da können die meisten nichts dafür. Ich wohne jetzt zum Beispiel in so einem Bauernkaff, da geht eben nicht mehr als 6K und ich meine, da kann ich jetzt nicht sagen, ja, kauft euch eine krassere Leitung, in den meisten Fällen geht es eben nicht. Bei mir ist es ja schon das Maximale, bei vielen von euch ist es bestimmt auch schon das Maximale, da geht eben nicht mehr, da könnt ihr nichts dran drehen, da könnt ihr nichts dran rütteln. Ja, okay, das war jetzt ein komischer Spruch, aber ihr wisst, wie ich meine. Da geht einfach nicht. Ihr könnt nicht sagen, okay, ich könnte mir jetzt eine 50K Leitung, zahle dafür irgendwie 20 € mehr oder so. Wenn es nicht geht, wenn die Leitungen nicht so gelegt sind, dann ist es eben so. Und naja, wie gesagt, Platz 3 SCAF Controller ist eher so ein Fun-Ding. Ihr habt damit ein bisschen mehr Spielspaß, finde ich jetzt. Ihr verbessert euch auch einen kleinen Tick, aber arg viel besser werdet ihr nicht, weil meistens springt ihr eben nur nach oben und das bringt ja ehrlich gesagt gar nichts. Der Gegner schießt dann vielleicht ein bisschen mehr in den Fuß, aber es bringt ehrlich gesagt nichts. Wenn ihr zur Seite springt, dann ist es schon eher empfehlenswert, aber ich sag jetzt mal so, es ist wirklich eher so ein Fun-Ding. Ein Teil verbessert es euch aber nicht krass. Und das Headset ist eben, ist schon ein Tick wichtiger, vor allem falls ihr MW3 Ghost und Black Ops und MW2 spielt. Habe ich jetzt auch schon zum dritten Mal gesagt, brauche ich auch nicht wiederholen. Das A und O für jeden Zocker, der einfach, der wirklich besser werden will, ist einfach ein Monitor. Das ist einfach Fakt und das ist einfach so. Naja, Jungs, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, ich habe jetzt keinen festen Uploadplan mir überlegt. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.